Dann kannst du durchaus parieren. Ja. Ja, gut. Das ist eindeutig pariert. Hallo Leute, heute mache ich einen kleinen Battle Report mit Lars und wir spielen eine Runde Summoners. Wenn ihr von Summoners nicht gehört habt, verlinke ich euch hier nochmal ein kleines Video von TWS, wo ihr euch ein bisschen darüber informieren könnt. Und ja, wir haben einfach Bock drauf. Ich teste ein bisschen neues Equipment, neue Stative, neues Sound-Equipment und so weiter. Und hinter mir wird auch ordentlich Star Wars Legion gespielt. Deswegen haben wir auch eine Geräuschkulisse. Das ist eine gute Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Und eine Armeevorstellung brauchen wir nicht machen, weil man bei Summoners zum Anfang nur den Beschwörer aufstellt. Wir spielen hier auf dieser Spielfläche. Hier an der Seite könnt ihr unsere Punkte sehen. Das sind meine, das sind die von Lars. Das ist der Rundenmarker. Wir haben auch unterschiedliche Mana-Quellen, dass man auf dem Feld sehr gut erkennen kann, wem welche Mana-Quellen gehört. Hier haben wir das Mana, was uns aktuell zur Verfügung steht. Und das Szenario, was wir spielen, ist Eroberung Nummer 4. Hier gibt es 4 große Mana-Quellen in der Nähe des Beschwörers, 3 kleine in der Mitte. Man kriegt, wie üblich für die großen Mana-Quellen, einen Siegpunkt. Und in jeder Runde, wo man mehr Mana-Quellen hat als der Gegner, gibt es nochmal einen extra Siegpunkt. Und es werden natürlich, wie üblich, 6 Runden gespielt. Ich spiele Feuer und Lars spielt Erde. Okay, dann Inni. Das ist für dich, beziehungsweise du darfst aussuchen, wer anfängt. Fang du mal an, sagt er. Okay, ich bewege mich erst einmal. 5. 5 in... Ha, jetzt weiß ich schon nicht so genau. Nee, ich gehe 5 nach vorne. Dann beschwöre ich einen Ascheschreiter hier. Der kostet mich 1 Mana, glaube ich. Nee, der kostet 2 Mana. Kriegen wir zum Anfang der Runde eigentlich noch Mana dazu? Nee, in der ersten nicht. Und dann mache ich einen Kontrollwurf für den. Eine 6 geschafft. Und dann kann er sich noch 6 Zoll bewegen. Ja, es reicht natürlich nicht. Aber gut, hätte er ja eh erst nächste Runde einnehmen können. Und dann hole ich mir noch einen Ascheschreiter. Beschwöre den hier. 2 Mana. Kontrollwurf. Eine 7. Und 6 Zoll in diese Richtung. Das war mein Beschwörer. Eine einfache Bewegung nach vorne. Ein Steinpanther beschwört Lars. Kontrollwurf. Ja, geschafft. Eine 2 hättest du würfeln müssen, ne? Ja. 5 Zoll Bewegung. Ja. Kann ich auch noch ein Kommando kriegen? Nee, so hast du nicht viel. Noch ein Steinpanther. Und ein zweiter Steinpanther. Das sieht ja sehr ähnlich aus wie in meinem Zug. Kontrollwurf auch wieder knapp geschafft. Ja, da sieht man ja schon, dass wir das nächste Runde wahrscheinlich beide einnehmen werden. Ja, dann ist schon Ende der Runde. So, dann würfen wir für die Inni zweite Runde. Habe ich eine 8. Ja, ich fange einfach mal an. Ich fange einfach mal an mit meinen Ascheschreitern natürlich.
Der Aschenschreiter bewegt sich an das Mana-Ding ran. Oh, vorher mein Kontrollwurf. 6 geschafft. Bewegt sich mit seiner ersten Aktion hier ran und mit der zweiten Aktion nimmt er die Mana-Quelle ein. Und der zweite Aschenschreiter macht das gleiche, schafft hoffentlich seinen Kontrollwurf. Jupp, die haben Bock. Die haben richtig Bock. Zack, zack. Zweite Aktion, Mana-Quelle einnehmen. Das waren schon meine Aschenschreiter. Überraschung, ne? Bei mir kommt genau die gleiche Überraschung, der Steinpanther. Aha. Der zuerst? Ich wollte aufbauen, aber dann muss ich noch los. Oh, das ist noch innerhalb 6 Zoll, ne? Der ist 5 Zoll gelaufen. Ja. Glück gehabt. Der Kontrollwurf ist ja immer abhängig von der Größe der Kreatur und wie weit er sich vom Beschwörer entfernt ist. Bei einer 1er Kreatur, die innerhalb von 6 Zoll ist, braucht man nur eine 2 Würfel. Der hat Bock. Ich finde die Idee, die ganze Zeit nur nach vorne zu bewegen und, ja. Und am Ende vielleicht noch einen Gegner zu kaufen. Ich sag mal so, das geht ja alles. Und einnehmen. Und dann wird der Gegner auch immer interessant. Ja. Dann bin ich dran und ich habe den Feuerbeschwörer. Der Feuerbeschwörer. Der geht nochmal 5 Zoll nach vorne und dann beschwört er was. Das wird wieder nicht lang, glaube ich. Ich lasse es trotzdem mal drauf ankommen, vielleicht langt es ja doch und beschwöre einen Aschenschreiter hier. Kostet mich wieder 2 Mana und einen Kontrollwurf. Eine 8. Alter, das ist der Mega-Aschenschreiter. 6 Zoll. Doch, das reicht. Ach, der kann ja 6 Zoll laufen. Ich dachte, er ist nur 5. Dann stehe ich da schon mal dran. Und dann hole ich mir noch eine Feuerbotin. Die kostet, glaube ich, auch 2 Mana, ja. Kommen die ganzen teuren Kreaturen direkt aufs Feld. Kontrollwurf ist eine 6 und laufen kann die 4. Das war mein Magier. Überraschung, Lars Beschwörer ist dran. Oh, noch einer. Ah, ich glaube, ich ahne schon, worauf das hinausläuft. Willst du etwa eine Kreatur opfern, Lars? Aber dann werde ich einen Obsidian-Fürscher. Obsidian was? Pirscher, okay. Opfere die kleine ja. Katze. Kontrollwurf. Ist innerhalb von 6 Zoll. Das heißt. Ich durfte ja nur 5 Zoll auf, oder? Ist er noch? Nee, ist er nicht. Weil du den geopfert hast und die Base 1 Zoll größer ist. Also ist der außerhalb von 6 Zoll und ist 2 groß, das heißt, du musst eine 4 würfeln. Lars gibt einen extra aus und dann kann er 2 Würfel würfeln, die zusammengewürfelt, zusammengezählt werden. Ja, easy. Und dann ist er dran. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Ohne den Beschwörer zu bewegen, hast du da auch einen dran. Dann werde ich nochmal 2 Mana ausgeben. Und nochmal 2 Mana. Ah, ja. Ein Idolbeschwörer. Beschwörte ein Idol von Sarotek. Und damit kann man jede Runde auch Mana regenerieren. Mit noch 5 hast du es geschafft? Ja, Kontrollwurf habe ich geschafft. Ja. Aber das hat keine Bewegung. Er darf sich nicht bewegen. Ach so, der hat keine Bewegung? Ach so, der bleibt das ganze Spiel da stehen? Nee, er hat die
Er kann es als Aktion machen. Er hat die Fähigkeit, sich zu teleportieren, aber das ist keine Bewegung. Okay, okay. Er darf sich jetzt, soweit ich es verstanden habe, nicht bewegen. Er kann sich nicht bewegen, aber hat die Aktion teleportieren. Okay, interessant. Gut, dann ist es auch schon wieder Ende der Runde. Und wir kriegen keinen extra Siegpunkt, weil niemand mehr Mana-Quellen hat. Aber wir kriegen beide zwei Siegpunkte, weil wir beide zwei große Mana-Quellen haben. Tja, dann können wir eben unsere Karten sortieren. Der hier geht vor. Wir kriegen jeder 6 Mana. Das ist natürlich ein krasser Boost. Wie viel Mana man zur Verfügung hat, ist natürlich in meinen Augen auch sehr entscheidend, was den Spielstil angeht. Ne? Inni für die dritte Runde. Ohne 1. Du darfst aussuchen. Ich fange an. Oha, damit habe ich ja nicht gerechnet. Dann mache ich doch gerne die Ascheschreiter und mache einen Kontrollwurf für den hier. Komm schon. Ja, eine 3 reicht. Der möchte das die Mana-Quelle einnehmen. Und bewegt sich so. Kontrollwurf für den hier. 8. Der könnte 6 laufen, das reicht aber nicht. Dann rennt der mit 9 und stellt sich hier hin. Nee, er stellt sich hier hin. Und dann mache ich noch einen Kontrollwurf für den hier. Da müsste ich ja auch wahrscheinlich eine 3 würfeln. Eine 7. Ey, die haben so Bock. Und der kommt da mit 6 auch nicht hin. Also läuft er auch doppelte Bewegung, rennt mit 9 Zoll dahin. Und dann bist du dran. Ich starte mit dem Idol. Mhm. Kontrollwurf. Das hat keinen Bock. Ärgerlich. Das heißt, er hat nur eine Aktion? Nee. Der ist ja speziell, der hat sowieso nur eine Aktion. Ach, der hat eh nur eine Aktion. Das heißt, er hat gar keine Aktion? Ja, ja. Er darf sich aber kostenlos teleportieren. Ach, er darf sich kostenlos teleportieren, okay. Teleportieren war... Mhm. Und dann einen Kontrollverlustmarker. Mhm. Ah ja, genau. Das, was aussieht wie Mana, ist ein Kontrollverlustmarker. Ja, das wäre nochmal schön, extra Kontrollverlustmarker zu haben und minus AP-Marker würde ich mir auch noch wünschen. Okay, dann bin ich dran. Ich... Ja, egal. Ich habe den Feuerbeschwörer. Okay, ich würde zuerst mal mit meinem Beschwörer eine Fernkampfattacke, nämlich den Feuerblitz, auf deinen Vogel machen. Und der hat standardmäßig 2 Würfel im Fernkampf auf 12 Zoll. Und für ein Mana kann ich den noch boosten, dass er 3 Würfel hat. Hast du da was gegen reagieren oder so? Okay, dann... Ja, die gehen alle durch. 5, 6, 6 auf Reflex von 4 und Widerstand 3. Oh nein! 1, 1, 2. Ja, das heißt gar kein Schaden. Ah, fuck. Da habe ich erst gedacht, so der erste Wurf ist ja richtig gut. Gut, dann versuche ich das auch nicht nochmal. Das versuche ich nicht nochmal. Ich würde dann als nächstes eine Magma-Echse beschwören für diesen Ascheschreiter hier. Die kostet mich 2 Mana und eine Kreatur muss ich dafür opfern. Dann mein Kontrollwurf auf die 3, das ist eine 7. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich den großartig bewege. Ich bewege den dann halt hier, wieder hier hin. So, dass ich nicht mit dir im Base-Kontakt bin, damit du nicht zuschlagen kannst. Obwohl, doch, ich gehe mal im Base-Kontakt mit dir. Schlag doch zu. Und dann habe ich noch eine dritte Aktion. Und für die dritte Aktion
hole ich mir, glaube ich. Noch eine Feuerbotin. Die kriegt einen Kontrollwurf auf die 2, geschafft und kann sich 4 Zoll bewegen. Die Steinpanther. Beide mehr als 6 Zoll weg. Ja, das heißt beide auf Kontrollwurf auf die 3. Ich fange mit ihm an. Das ist eine 6. Hier. Oh, eine 2. Er hätte eine 3 gebraucht, weil er mehr als 6 Zoll weg ist. Und das heißt, er hat nur eine Aktion. Ja, dann. Ich habe keinen Kontrollverlust. Schon der zweite Kontrollverlust. Ist nicht schlimm, sagst du? Okay. Du hast einen fiesen Plan, oder? Okay, ich habe noch die Feuerboten. Die habe ich ja erst beschworen, die ist nicht mehr dran. Da könnte man theoretisch auch einen Marker machen, na, dass die nicht mehr dran ist, weil die erst beschworen wurde. So viele Figuren haben wir ja. Das stimmt. Ich glaube, in einem großen Spiel, das könnte dann unübersichtlich werden. Das heißt, die hier ist dran und die kann auf 10 Zoll schießen. Und wird mal auf den Steinpanther da schießen. Mit 2 Würfeln. Was hat der für einen Widerstand? Erstmal einen Reflex. Reflex, genau, Reflex 3. Geht beides durch, 4 und 8 habe ich. Widerstand von 2, da geht doch was. Hui! 6 und 7, das wären 4 und 5, sind 9 Schaden. Wie viel Leben hat der? 9. Oh, das ist eine glückliche Fügung. Das hat ja schon mal gut geklappt. Ja, dann hätte ich jetzt noch einen zweiten Schuss, den ich aber, glaube ich, nee, das sind mehr als 10 Zoll. Und wenn ich hier hinschieße, gibt es auch eine Chance, dass ich mich selber treffe. Wir haben Deckung vergessen. Die Mana-Quelle gibt nur noch Deckung. Oh, die Mana-Quelle gibt auch noch. Okay, das gibt auch noch Deckung. Ja, dann würde ich da erst recht nicht drauf schießen. Dann bewege ich mich. 4 konnte die sich bewegen. Gehe ich in die Richtung. Habe ich einen Kontrollwurf gemacht? Ich weiß es nicht. Für den Fall, dass nicht, ist er nochmal eine 7. Meine Leute haben richtig Bock. So. Wen hast du da? Ich habe nichts mehr, ne? Ich werde passen. Okay, Lars passt. Man kann einen Passstapel machen und dann kann man sich beim nächsten Mal ziehen, ausruhen, von welchem Stapel man zieht. Ist aber egal. Ist egal. Ist egal. Ich habe gedacht, ich komme vielleicht noch unter 6 Zoll, wenn ich mich jetzt bewege, aber das schaffe ich eh nicht. Okay. Und du bist innerhalb von 12 Zoll. Im Moment nehme ich meinen Erdbeschwörer als erstes dran. Ah, verstehe. 4 Zoll nach vorne. Mhm. Das reicht aber nicht, um den Kontrollwurf einfacher zu machen. Okay. Gut, einmal bewegen. Dann hätte er den Kontrollwurf einfacher machen können. Oh, ein Panther. Ein Panther. Kontrollwurf. 7. Lust. Das wäre dann die zweite Aktion. Und der geht wieder da Richtung Mana-Quelle. Ja, hast noch eine dritte Aktion. Oh oh. Spüre ich hier ein Adlerkonstrukt? Ein Adlerkonstrukt kommt. 2 Mana und ein Kontrollwurf von mindestens 4. Na, innerhalb von 12 Zoll wird er wohl sein. Lars gibt einen extra Mana aus für den Kontrollwurf und schafft es trotzdem nicht. Deine
Kontrollverlustmarker. Nee, heute ist das wirklich nicht auf deiner Seite. Gibst du schon einen extra aus und würfelst eine 3. Unfassbar. Gut. Dann hast du noch den Obsidian-Pürscher. Den Obsidian-Pürscher in der Mitte. Dann werde ich da auch den Kontrollwurf boosten. Den Kontrollwurf boosten. Ja, mit der 8. Ja, und jetzt kannst du natürlich die Mana-Quelle wechseln. Genau. Erste Aktion nimmst du meinen weg und mit der zweiten Aktion. Ja. Gut. Ist halt so. Ist halt so. Wir spielen um Siegpunkte. Ja, wir spielen um Siegpunkte, genau. Aber du hattest ja eh mehr Kreaturen als ich. Ich hätte es eh nicht schaffen können, den Ascheschreiter als letztes zu aktivieren. Ja, dann sind wir in der vierten Runde. Du kriegst einen extra Punkt, weil du eine Mana-Quelle mehr hast. Ich krieg 2 Punkte und du dann insgesamt 3. Wir kriegen aber beide wieder, ich krieg 6 Mana dazu, du kriegst jetzt sogar 7 Mana dazu. Also Mana-mäßig ist das ein ziemlich schönes Szenario, ne? Da braucht man sich um nichts Sorgen machen. Ja, und dann sortieren wir unsere Karten. Auf in Runde 4. Ich liege einen Punkt hinten, da muss was getan werden. Mit einer 3. Sehr gut. Boah, ich fange mal an. Mit die Ascheschreiders. Das ist schon ein bisschen wichtig, dass die, obwohl, nee, so wichtig ist es nicht, dass die ihren Kontrollwurf schaffen. Ich fange mal mit dem hier an und hoffe einfach das Beste. Ist der noch innerhalb von 12 Zoll? Ist er. Das heißt, der braucht nur eine 3. Schafft er. Dann schnappe ich mir natürlich diese wunderbare Mana-Quelle mit der ersten Aktion. Und mit der zweiten Aktion bewege ich mich 6 Zoll Richtung nächste Mana-Quelle. Und dann dieser hier, da lasse ich es auch mal drauf ankommen. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass ich kein Mana hätte, aber ja, ich vertraue auf meine Kreaturen und das klappt. Eine 6 mit der ersten Aktion schnappt er sich die Mana-Quelle und mit der zweiten Aktion geht er an das Adlerkonstrukt ran. Und dann bist du dran. Ich versuche nochmal, mein Idol von Sarotec. Das Idol ist dran. Kontrollwurf eine 6. Dann mache ich eine Arcane Aufladung und gebe meinem Magier 2. Oh, Arcane Aufladung kann der machen. Innerhalb von 6 Zoll kann der dann deinem Magier 2 Mana geben. Stark. Aber er hat doch nur... Achso, das kann er umsonst machen, ne? Das Teleportieren. Aha. Du schiebst ihn ein bisschen nach vorne, damit er, wenn der Magier nach vorne geht, da gleich auch nochmal ran kann. Sehr smart. Dieses Konstrukt finde ich schon echt super. Kann nicht kämpfen und so, aber trotzdem, der kann Relikte halten, Mana-Quellen halten oder einnehmen und ordentlich Mana pumpen. Ach, Mana-Quellen einnehmen kann er auch nicht. Okay. Gut, dann... schieb ich. Ah. Dieses Schieben ist schon gut, aber der andere kann ja auch einfach schieben. Jetzt kann ich mir eine aussuchen, genau. Ja, gut, ich mach mal die Feuerbotin. Und die Feuerbotin schießt auf dein Konstrukt. Dings. Wie heißt das noch? Idol. Auf das Idol. Meine Feuerbotin schießt auf das Idol. Ich habe keinen Reflexwert. Mhm, kein Reflexwert, okay. Okay, dann würfel ich direkt auf den Schaden. Wie viel Widerstand? 4. 4, oh, okay. Ich habe nur 2 Würfel und würfel eine 1 und eine 5. Ein Schaden, ja. Das ist jetzt nicht so viel. Der Magier ist außerhalb Reichweite, ja. Gut, dann egal, ich schieße nochmal. Direkt auf den Widerstand.
eine 5 und eine 6, das wären immerhin 3 Schaden diesmal. Ich würfel mal nicht so beschissen, wie wir. Wie viel Leben hat der? Die Hälfte blank. Jetzt mal 4, insgesamt 8. Oh, das heißt, der ist schon kritisch verwundet, ne? Ja. Da er sich aber sowieso nicht bewegen kann und keine Reflex und kein Kampfwerte hat, ist das für ihn egal. Ja, okay, das verstehe ich, dass das kein Malus ist, weil die ganzen Werte, die runtergehen würden, nicht wichtig für ihn sind. 8 Leben, 4 sind schon weg. Oh ja, stimmt, ich habe ja noch einen. Ja, ich könnte versuchen, das zu Ende zu bringen. Aber ich glaube, ich gehe mal hier rüber und schieß auf den da. Da müsstest du Deckung haben. Mitte Base zu Mitte Base ist das hier im Weg. Wenn du möchtest, Laser ruhig. Für mich sieht das schon sehr eindeutig aus. Aber dann kann man es direkt sehen, ja. Ist auf jeden Fall die Deckung. Okay, ich schieße trotzdem. Wie funktioniert Deckung nochmal? Ein Würfel weniger. Für mich? Ah, okay, ein Würfel weniger für mich. Das ist schon egal. Vielleicht, auf welchen Reflex muss ich würfeln? Auf die 3. Da habe ich eine 5. Widerstand 2. Jetzt eine schöne 8. Eine 5. Immerhin 3 Schaden, damit ist er aber noch nicht kritisch verwundet. Nein. Na gut, okay. Weiß nicht, ob das jetzt so erfolgreich war, aber schon mal ein bisschen war was. Sehr erfolgreich. Beide Schüsse nicht so richtig. Kontrollwurf auf die 2. Kontrollwurf für den Steinpanther. Das hat er geschafft. Diesmal. Man darf ja eine Kombination aus Nahkampf und Rennen machen. Ein Sturmangriff, auf den Ascheschreiter. Na gut. Ich habe einen Nahkampf von 2, also 2 Würfel. Und zwei Würfel. Einen Würfel dazu. Und 2 Würfel auf einen Reflex von 5. Das sind 2 Stück. Das sind 2 Stück, okay. Okay. Widerstand von 2 hat er nur und nur 7 Leben. Puh, das war nur ein Schaden. Glück gehabt. Schön. Aber trotzdem müsste ich mich nächste Runde lösen, um zu der Mana-Quelle zu kommen. Ich schieb noch mal eine Runde. Ach, Manu, Lars schiebt auch. Ja, ich aktiviere meine Magma-Echse. Und ich glaube, ich haue einfach drauf. Die Mana-Quelle sich zu holen, dann holst du dir die wieder. Ja, das Spielchen kann lange dauern. Wenn ich dich umhaue, dann ist es immer noch deine Mana-Quelle. Obwohl, nein, ich habe mir es anders überlegt. Wenn ich dem nämlich Schaden mache und nicht töte, dann beschwörst du einfach einen Dreier. Und deswegen nehme ich beide Aktionen und schnapp mir die Mana-Quelle wieder. Mit beiden Aktionen einmal deinen runternehmen. Oh, ich muss einen Kontrollwurf machen, ja. Ich gebe mal einen Mana extra aus für den Kontrollwurf. Oh, 6-6. Easy. Meine Kreaturen sind Feuer und Flamme. Der Erdbeschwörer. Ein Jaguar-Konstrukt wird für den Panther herbeigerufen, damit dem Ascheschreiter Einhalt geboten wird.
Der kostet 2 Mana und noch ein extra Mana für den Kontrollwurf. Und er ist innerhalb von 12 Zoll. Mhm, innerhalb von 12 Zoll, also eine 4. 4 und 7. Okay, das war die erste Aktion. Dann bewege ich mich mit der freien Bewegung. Aha. Ja, hast du schon mal 5, 6 Einheiten. Ja. Musst du dich auf jeden Fall schön bewegen, um damit ranzukommen. Ja. Da kommt der Panther direkt wieder. Kontrollwurf, ja. Also direkt nachdem die beschworen wurden, haben die Panther immer richtig Bock. Und er wird direkt wieder geopfert. Für noch ein Adlerkonstrukt. Oha. Und jetzt sieht die Front plötzlich richtig krass aus. Direkt 4. Das sind noch 6 Zoll, ne? Das sind noch 6 Zoll, sagst du? 5 hat er sich bewegt. Können nur 6 Zoll sein. Weil er sich nur 5 bewegen kann. Weil die Base hat 1 Zoll und 5 Zoll darf er sich bewegen. Dann ist es auf die 3, ne? Eine 7. Ja, und jetzt ist da plötzlich eine richtig krasse Front, die du aufgebaut hast. Wie weit darf du überhaupt? Alter. Aber die Frage ist, ist sinnvoll, weil du willst nicht zu nah dran sein, ne? Aber bei einigen würde er mit zu nah dran sein, die du vielleicht machen. Huiuiui. Okay. Die beiden sind gleich bei dir noch dran, ne? Die hast du da noch liegen. Okay, ich habe ja nur noch. Ich könnte den nochmal passen, ne? Könnte es passen. Ja, ich glaube, ich mache den einfach mal, den Feuerbeschwörer. Er fliegt wieder eine Runde, er ist wieder da. Ich muss was beschwören, das sieht gar nicht gut aus. Ich meine, mir gehören zwar gerade sehr viele Mana-Quellen, aber dann kann ich den einen Siegpunkt gleich wieder mit aufholen. Aber ich glaube, nächste Runde gibt es dann, das wird eng für mich. Deswegen... Hol ich doch mal ein Feuerelementar aus der Tasche. Opfere die Magma-Echse. Der kommt dahin. Und kostet mich noch 3 Mana. Und einen Kontrollwurf. Der ist nicht mehr innerhalb von 6 Zoll, dafür habe ich ihn falsch hingestellt. Das heißt, ich müsste eine 5 würfeln. Egal. Eine 4. Das heißt, der hat einen Kontrollverlust und kann sich nicht mehr bewegen. Oh ja, stimmt, falscher Vorrat, danke sehr. So, was beschwöre ich jetzt noch? Ich brauche noch mehr Manpower. Firepower meine ich. Lars sagt, das hilft mir nicht. Ich werde mal direkt die Magma-Echse wiederholen. Und zwar kommt die hierhin für die Feuerbotin. Die Magma-Echse kostet mich 2. Die Feuerbotin kommt weg. Die Magma-Echse ist innerhalb von 6 Zoll. Das heißt, Kontrollwurf auf die 3, das ist eine 5. Und dann greift er hier direkt das Konstrukt an. Oder passt er hier rein? Ja, na klar, passt er da rein, da stand er ja vorher auch. Ja, stelle ich den da rein. Das war meine zweite Aktion. Und jetzt, also ich zaubere mit meinem Beschwörer, dritte Aktion, das innere Feuer. Kostet jetzt nur noch 1 Mana und dann lege ich 2 Mana oben drauf. Und das mache ich auf das Feuerelementar. Das heißt, bis zum Ende der nächsten Aktivierung gibt es 2 Aktionen dazu.
Dann bist du dran. Gut. Dann müsst ihr auch die Obsidian-Kühe schaffen. Ne? Der Obsidian-Schreiter. Ah, wenn der jetzt seinen Kontrollwurf verkackt, das wäre schon richtig Sahne. Auf die 4. Ja, ein extra Mana. Oh, zum Glück. Die 2 hätte nicht gereicht. Und natürlich wird die Mana-Quelle wieder abgezogen. Ja, bringt nicht wirklich viel, wenn ich dann Mana für ausgebe. Naja, gut, aber es bringt immerhin, dass du ein Mana mehr bekommst und ich ein weniger. Ist dann das Adlerkonstrukt dran. Und da ist ja jetzt nur noch der hier dran. Genau. Ein extra ausgeben, für, um den Kontrollwurf zu verbessern. 4-4. Dann werde ich den Jungen angreifen. Ja, kannst du angreifen. Schaffst du aber nicht, den zu töten. Zwei Würfel. Reflexwert von 5 musst du schaffen. Okay, und einen Widerstand von 2 habe ich nur. Sind 5. Ja, okay, gut. Er hat noch 2 Leben. Jetzt nochmal versuchen. Okay, nochmal auf Reflex 5. Nee, Reflex 4, weil er schwer verwundet ist. Ach so, stimmt, Reflex 4, weil er schon verwundet ist, ja. Ja, dann wird das jetzt wohl sein Ende sein. Dann müsstest du ja schon Schlangenaugen würfeln. Ach, ja. Okay. Der ist weg. Die Nervensäge schon mal los. Hm. Genau, der andere darf nichts machen, weil er frisch beschworen ist. Und dann sind wir in der nächsten Runde. Ich hole einen Siegpunkt auf und wir sind beide auf 7. Und wir sind schon Runde 5, das heißt noch 2 Runden. Auf in die 5. Runde, Ini. Da kannst du anfangen, wenn du möchtest. Ich glaube, ich möchte anfangen. Diesmal möchte ich anfangen. Okay, was hast du denn? Das Idol. Oh, das Idol fängt an, okay. Kontrollwurf auf die 2. Kontrollwurf auf die 2. Mit einer 6, easy geschafft. Werde ich mich ein wenig teleportieren, weil ich bis dahin keine 6 Zoll Abstand habe. Jetzt ist der innerhalb von 6 Zoll. Aha, jetzt ist er innerhalb von 6 Zoll und was kannst du dann machen? Dann mache ich eine arkane Aufladung. Eine arkane Aufladung? Nahkampfwert um 1 steigern. Stark, ein Nahkampfwert um 1 erhöhen. Das ist ja einfach nur eine Aktion, das kostet dich nichts, ne? Nee, stark. Dann hat er gleich einen Nahkampfwert von 4. Krass. Gut, dann bin ich ja froh, dass ich das Feuerelementar... Oh, was? Ich habe die Magma-Echse zuerst? Das wollte ich aber nicht. Das ist ja blöd. Ja, blöd. Dann nehme ich die Magma-Echse, um das hier einzunehmen. Ich dachte, ich hätte das Feuerelementar nach oben gepackt. Habe ich mich wohl vertan. Und dann ärgerlich. In welchem Schritt kann ich jetzt nicht drehen? Habe ich jetzt für die Adlerkonstrukte? Oh, die Adlerkonstrukte kommen zuerst. Das hätte ich ja nicht gedacht. Als erstes den angekratzten. Mhm. Der boost ich um einen. Der wird geboostet, damit er seinen Kontrollwurf schafft. Oh, 1 und 7. Gut, dass du das geboostet hast. Dann gehe ich mit meinen 4 Zoll an das. Ja, und nimmst die Mana-Quelle ein. Ah, das ist schon hart umkämpft hier. Sehr ausgeglichenes Spiel, muss ich schon sagen. Wenn du eine 8 gewürfelt hättest, wärst du sogar den Kontrollverlust losgeworden. Ja, und dann hast du noch das andere Adlerkonstrukt. Wird auch geboostet. 4 und 4. Und was macht der jetzt? Fernkampf von 12 Zoll. Ja, Fernkampf, 12 Zoll. Auf den Magier. Auf deinen Beschwörer. Okay. Möchtest du reagieren? Ich würde einen ausgeben, um meinen Reflex auf 6 zu erhöhen. Ja, hätte auch ohne gelangt. Willst du noch ein zweites Mal angreifen? Dann würde ich doch einen Mana ausgeben, um meinen Reflex auf 6 zu erhöhen. Das war gut, das hat was gebracht. Aber einer ist durchgekommen.
Was hast du für einen Widerstand? Eins nur. Den kann ich ja jetzt, kann ich den jetzt noch boosten? Nee, ne? Ich muss es vor dem Angriff machen. Kann ich noch boosten? Nö. Du hast nur einen Würfel, ne? Ein Würfel, mächtig 1. Oh, mächtig 1. Dein Widerstand wird also schon ausgehebelt. Ja, dann ist ja auch egal, ob ich den erhöhe oder nicht. Also nur, wenn du eine 1 würfelst. Eine 1 bleibt ja so oder so. Dann brauche ich den ja gar nicht erhöhen. Oder wie? Ein Punkt Bonus auf meinen Würfel. Ach, du kriegst, ja, genau. Ach so, wenn ich den erhöhe, dann würdest du eine 1 würfeln. Nee, ich erhöhe nicht. Komm, schlag drauf. Eine 1. Das heißt, durch mächtig 1 wird er um einen erhöht und ich kriege einen Schaden. Ja, das ist doch gut gelaufen. Nee. Ich meine, hat mich 2 Mana gekostet, aber ich glaube, das war es wert. So, und jetzt habe ich das Feuerelementar. Und das Feuerelementar hat jetzt einfach mal 5 Aktionen und möchte natürlich unbedingt den Obsidian-Schleicher rausnehmen, weil er ja seinen Angriff geboostet hat. Ich habe nämlich auch 4 Würfel und Feuer 1 habe ich auch noch, aber das Feuer 1 ist gar nicht so wichtig, weil ich den ja auf jeden Fall töten möchte, bevor er dran ist. Ja, weil ich habe ja normal mit dem großen 3 Aktionen und nochmal 2 Aktionen dazugepackt. Dann werde ich zurückschlagen. Okay. Lars schlägt zurück. Du musst durch einen Reflex von 5. Das ist nur einer. Das ist einer. Und ich muss... Oh, das sind 3. Du hast einen Widerstand von 3 gegen dich? Ja, du auch. Ich auch. Ja, okay, bei mir sind es immerhin 4. Da kann ich sehen, was du leben, dann ist er noch gesund. Okay, 2 Leben hättest du noch, bis er schwer verwundet ist, ja? Also hier, du hast hier einen Würfel nebengelegt, den mache ich jetzt mal auf 1 und dann mache ich die nächste Aktion. Schlägst du wieder zurück? Okay. Autsch. Du hast 2 getroffen, ich habe 2 getroffen. Widerstand von 3 auf beiden Seiten. Au! Mach 10 Schaden. 10 Schaden haut Lars raus. Glücklicherweise habe ich 12 Leben. 1 hast du eben schon weggehauen, das heißt, ich habe noch 1 Leben. Autsch! Doppel 8. Okay, was habe ich denn? Ich habe 4, 5 Schaden mache ich. Wow, das war übel. Damit habe ich meine 2 extra Aktionen verbraucht. Oh, war das bitter. Ich werde nochmal zuschlagen, weil sonst opferst du den gleich. Für eine Dreierkreatur, das möchte ich natürlich verhindern. Da gehen 2 durch. Wie viel Leben hast du denn noch? 3 Leben noch. Das müsste sich doch machen lassen. Ja. Okay. Das war aber teuer. Fast tot und 3 Aktionen weg. Also zum Glück habe ich es überlebt. Das wäre sonst richtig bitter gewesen. Ich habe noch 2 Aktionen. Okay. Wie weit ist das denn zu deinem Beschwörer? Der kann 8 Zoll rennen. Und das sind weniger als 8 Zoll. Das heißt, ich kann einen Sturmangriff auf deinen Beschwörer machen. Da ich eh fast tot bin, du brauchst dann zwar nur einmal zuschlagen und ich bin weg. Aber vielleicht ist das Beste, was ich noch machen kann. Hier kann ich keinen Sturmangriff drauf machen und den werde ich wahrscheinlich auch nicht umhauen. Ich meine, den Beschwörer haue ich auch nicht um. Komm, ich mach's einfach mal. Sturmangriff auf deinen Beschwörer. Weißt du, was ich übrigens vergessen habe? Da sind deine Aktionen mit aufgefallen, ne? Genau. Ich habe keinen Kontrollwurf gemacht. Ich gebe ein Mana extra aus und schaffe den Kontrollwurf. Dann machen wir jetzt Folgendes, wenn das eine letzte Aktion ist. Ja.
Lars möchte mit. Ich jetzt meinen Reflex auf 5 erhöhen. Lars erhöht seinen Reflex auf 5 für einen. Erhöht seinen Nahkampf auf 4 und macht einen Gegenschlag. Ach, er pariert. Okay, ja gut. Ich kriege einen extra Würfel, weil ich einen Sturmangriff mache und ich bin größer als du. Da gibt es auch noch einen Bonus für. Überlegene Kreaturen attackieren größere Einheiten plus 1 auf jeden Würfel beim Schadenswurf. Als 2. Immer. Es stimmt, ja. Ja, das ist mies. Du hast ja auf 5 erhöht, dann geht nur einer durch und den blockierst du. Den blockiere ich. Ja. Da hätte ich deutlich besser würfeln müssen. Hat mich eine Aktion gekostet. Hat dich eine Aktion gekostet und 2 Mana. Ja, das war mein Feuerelementar. Dann wäre jetzt mein Jaguar-Konstrukt dran. Jaguar-Konstrukt wäre dran. Aha. Der ist mehr als 12 Zoll. Mehr als 12 Zoll, das heißt, er muss eine 5 würfeln, ne? Wird geboostet, da ist die 5 und eine 4 noch oben drauf. Gut, dann werde ich deinen Aschenschreiter verwenden. Mhm. Der hat schon mal einen Schaden bekommen. Und ich denke, ich werde mal. Wie viele Würfel hast du? 2. Ich werde mal parieren. Was hast du für einen Reflexwert? 3. Ja, dann werde ich auf jeden Fall parieren. Sind beide durch. Ich hätte nur einen getroffen. Okay. Willst du nochmal zuhauen? Ich habe nur einen Widerstand von 2. Wenn die beide durchkommen, dann bin ich wahrscheinlich weg. Ich pariere nochmal. Ja, bei mir sind wieder beide durch. Gegen Reflexwert von 3 zu parieren ist schon gut. Gut, dann ist der Aschenschreiter natürlich fertig. Das ist ärgerlich. Aber du hast nichts gerissen. Dann bin ich dran. Ich passe. Ja, ist egal, wann ich das mache. Glaube ich, hoffe ich. Ich mache die Feuerboten. Und die Feuerboten macht erstmal einen Kontrollwurf, den ich booste. Oh ja, 2 und 6. Gut, dass ich den geboostet habe. Und dann läuft die hier hin zur Mana-Quelle. Und dann bist du dran. Ohne Fehler zu schieben. Gut, den kann ich wegschmeißen, den gibt es nicht mehr. Mein Erdbeschwörer. Der Erdbeschwörer noch, ja. Eine Aktion hat er schon verbraucht, also hat noch 2. Du kannst das Feuerelementar auch am Leben lassen. Ich habe Platz 6, ich habe keine Befehle gegen ihn. Das macht aber keinen Spaß. Lass sagt, das macht keinen Spaß. Reflex 5, Widerstand 3, aber nur noch ein Leben. Reflex 4. Oh ja, stimmt, Reflex 4, weil er schon schwer verwundet ist, ja. Nahkampfwert wird um 1 geboostet, dann auf 4, richtig? Ja. Ja, da gehen 3 durch. Und jetzt musst du nur noch einen Schaden machen, also eine 4 würfeln. Ja. Gut, dann ist das Feuerelementar weg. Ich finde, es hat nicht so viel geschafft, aber es hat schon gut was rausgeholt. Es hat den getötet, hat dich 2 Aktionen gekostet. Und jetzt hast du nämlich nur noch eine Aktion. Ja,
jetzt alles. Mit einer Aktion macht es das schwierig. Ein neuer Obsidian-Pirscher, ich habe den noch gerade umgehauen. Kontrollwurf, zwei Mana hast du schon bezahlt? Kontrollwurf auf die 3. Kontrollwurf auf die 3, jo, sowas von geschafft. Und dann ist da wieder einer an der Mana-Quelle dran. Okay, du hast nichts mehr, deswegen decke ich jetzt mal die Karte auf, die ich geschoben habe. Das ist nämlich der Ascheschreiter, der nichts mehr machen kann. Oh, stimmt, einen Kontrollwurf muss ich trotzdem machen. Ja, eine 6, das sollte reichen. Eine 3 hätte ich wohl gebraucht. Oder nee, außerhalb von 12 Zoll hätte ich sogar eine 4 gebraucht, ne? Ja. Der Feuerbeschwörer. Da ist ja noch eine Menge von dir in der Mitte. Diese Adlerkonstrukte, die noch Speere werfen können, die gehört das hier, da habe ich gar nichts. Und das hier ist ja auch in Reichweite für dich. Das macht mir alles sehr große Sorgen. Das einzig Gute ist, dass es nur noch eine Runde gibt gleich. Das heißt, du kannst dir diese Mana-Quelle nicht mehr holen. Du kannst ja nur noch hinlaufen und dann ist es vorbei. Also... muss ich hier ordentlich was raushauen. Ich beschwöre eine Hyäne, kostet mich ein Mana, Kontrollwurf auf die 4 geschafft, die Hyäne kann 4 laufen. Ich gebe 3 Mana aus, beschwöre den Büffel. Dafür geht die Echse weg. Dann mache ich einen Kontrollwurf für den Büffel. Ah, Mist. Das war schon wieder ein Mana. Das brauche ich nämlich auch, weil ich diese beiden Mana jetzt noch ausgebe, um die Echse für die Hyäne zu opfern. Mit einer 6 schafft er seinen Kontrollwurf. Und geht hier hin. Und das waren bei 3 Aktionen. Runde 6. Siegpunkte gehen bei mir auf 10. Und 2 Mana. 2 Mana, 2 Mana und für die Kleinen auch nochmal 2 Mana. Auf in die 6. und letzte Runde. Ich habe die Ini und die werde ich auf jeden Fall nutzen für den wahrscheinlich spielentscheidenden Zug, nämlich die Feuerbotin, die einfach die Mana-Quelle hier einnimmt. Erstmal ein Kontrollwurf, stimmt, den ich natürlich booste. Nein, 6 und 2. Mit einer 8 klappt das. Aber ich hätte auch, das ist mehr als, ich hätte schon eine 4 würfeln müssen. Jetzt wird es schwierig. Was hast du denn auf deinem Stapel? Ich habe die Adler. Die Adler. Die Adler kommen. Kontrollwurf wird geboostet auf die 5. Ja, gut, das habe ich befürchtet, dass das dein Plan ist, den Beschwörer anzugreifen.
Ja, ich schieb mal den Reflexwert hoch. Und dann lasse ich es einfach mal auf mich zukommen. Ja, Reflexwert wäre 6. 2 Treffer, Widerstand 1 habe ich nur. Den könntest du auch boosten. Den könnte ich auch boosten. Ja, mache ich auch. Gute Idee. Oh, das sind 6, 7, 8. 8 Schaden. Gute ist, 8 Schaden ist genau das, was ich brauche, damit ich nicht schwer verwundet bin. Willst du noch ein zweites Mal angreifen? Ich glaube, ich würde mal parieren. Nee, kann ich im Fernkampf parieren? Du könntest jetzt weglaufen in Deckung. Wenn du in Deckung kommst. Selbst wenn ich nicht in Deckung komme, bin ich in Bewegung. Und das du musst eine Deckung schaffen. Nö. Ach so, Mitte Base, Mitte Base. Ja, okay. Und dann hast du einen Würfel weniger? Ja, muss ich machen. Das heißt, ich benutze eine Aktion, um mich zu bewegen. Mitte Base, Mitte Base. Müsste klappen. Kannst du gerne nochmal lasern, wenn du möchtest. Und dann gebe ich trotzdem einen aus, um meinen Reflex zu boosten. Dann ist mein Reflex 6 und du hast es nicht geschafft. Puh. Das wäre noch deine Rettung gewesen, den umzuhauen. Der andere Adler. Kontrollwurf wird geboostet. Schafft er. Genau, verliert sogar den Marker. Du könntest einmal laufen und auch auf den. Natürlich, das tust du auch. Einmal laufen und auf den schießen. Das geht gar nicht. Dann habe ich da an die Kante noch eine Sichtlinie. Sichtlinie ist hergestellt, aber wahrscheinlich mit Hindernis. Also nur ein Würfel. Ich schiebe meinen Reflex nicht nach oben. Mit einem Würfel schaffst du es nicht. Eine 7, bist du eh drüber. Widerstand 1. Hau drauf. Ich lasse drauf ankommen. Oh nein! Wir haben eben noch was vergessen. Der hat richtig 1. Ich hätte auf beide Würfel einen Punkt mehr gekriegt. Auf den auch. Das hättest du aber vorher sagen müssen. Also, das hier ist jetzt eine 9. Okay, das ist eine 9. Minus 1 sind 8. Dann habe ich noch 3 Leben. Und wenn du die eben geboostet hättest mit Mächtig, hätte ich noch ein Leben. Na? Aber dann wäre ich zu dem Schluss gekommen, okay, das wird sehr eng. Aber jetzt wird es auch schon sehr, sehr eng. Glücklicherweise habe ich hier den Feuerbeschwörer. Er hat nur noch 2 Aktionen. Er hat nur noch 2 Aktionen, aber er muss jetzt... Also ich weiß nicht, was ich da jetzt noch machen soll. Ich meine, du kannst ihn ja eigentlich eh nicht angreifen. Na, hat dein Feuerbeschwörer, dein Erdbeschwörer einen Fernkampfangriff? Oder reicht der weit? Also ich würde Folgendes machen. Ich gebe 3 Mana aus, um dem Büffel 2 zusätzliche Aktionen zu geben. Und dann laufe ich weg. Und dann dürfte ich in Sicherheit sein. Ich habe 10 Zoll Fernkampfangriff, das sind mehr als 18 Zoll. Ja. Okay. Und du bist ja sowieso an den anderen Figuren vorbei, weil die blockieren die Sicht. Die, stimmt, die würden. Oder zumindest Deckung geben, ne? Okay. Gleich groß kann ich nicht mehr. Okay, was hast du noch? Einmal passen. Ach nee, du überlegst, ob du passt. Ich passe. Okay, du passt. Ich habe den Büffel. Auch wenn hier Feuerelementar steht, ist es der Büffel. Und mit dem Büffel haue ich jetzt einfach zu. Der hat 5 Aktionen. Der Büffel haut zu, der hat einen Nahkampfwert von 3 und mächtig 1. Reflex 4, das heißt 2 gehen durch. 3 Widerstand und mächtig 1.
Das heißt, das ist eine 6 und eine 8, also 5 und 3. 10, dann hat er noch 2 Leben. 5 und 3 sind 8. Kann man eine Pivot-Bewegung machen? Ja, also 4 Leben. 8 und dann hat er noch 4 Leben. Und dann benutze ich die zweite Aktion, um nochmal drauf zu hauen. Oh, 1, 2, 3. Nix. Nix. Dann sind meine beiden Extra-Aktionen weg. Versuche ich es nochmal. 2, 2, 5. Einer geht durch. Eine 8. Plus mächtig 1 ist 9. Reflex 2 hast du gesagt, dann ist er weg. Und dann kann ich genau das gleiche machen wie letzte Runde. Nämlich noch einen Sturmangriff. Wenn das in 8 Zoll ist, ist es auf deinen Beschwörer. Einfach, weil ich es kann. Ich habe übrigens keinen Kontrollwurf gemacht schon wieder, ne? Den mache ich nochmal eben. Gebe meinen letzten Mana dafür aus. Und schaff den. Also, ich habe sogar eine 8 gewürfelt, ne? Dann muss mein Beschwörer seinen Reflex und seinen Nahkampf wieder erhöhen. Reflex und Nahkampf wieder. Du bist ja noch gut mit Mana. Ich habe tatsächlich keinen mehr. Und parieren. Ich bin gut mit Mana. Ich kann den Reflex noch um 2 erhöhen. Zweite Erhöhung kostet 2 Mana. Ach so, ich dachte, man kann immer nur um 1 erhöhen. Okay, Lars erhöht seinen Reflex um 2. Dann hast du einen Reflexwert von? 6. 6. Okay, ich habe einen Würfel extra und hätte mächtig 2. Einer geht durch mit der 7. Den kannst du durchaus parieren. Ja. Ja, gut. Das ist eindeutig pariert. 4-8. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Ja, gut, dass das Video dokumentiert ist. Ich möchte mit meinem Jaguar-Konstrukt jetzt was machen. Der dieser Aschenschreiter jetzt aus. Ja, das Jaguar-Konstrukt möchte den Aschenschreiter weghauen. Ich würde parieren wieder. Erstmal Kontrollwurf. Mhm. Da hast du schon die nächste 8. Du musst auf Reflex 5 würfeln. Und ich pariere auf 3, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich habe wieder beide geschafft. Und nochmal das Gleiche. Wieder beide geschafft. So kann der Aschenschreiter den Jaguar die ganze Zeit beschäftigen. Aber der Aschenschreiter kann jetzt nichts mehr machen, der seine Aktionen verbraucht. Nee, braucht er ja auch nicht. Ich habe noch die Magma-Echse. Ach nein, ah, ist egal. Du kannst eh nichts mehr machen. Vielleicht. Die Magma-Echse. Die Magma-Echse. Ich kann da ran, nee, kann ich nicht ranrennen, weil die nur eine Bewegung von 7 hat. Ich kann an den hier rangehen und einmal zuschlagen. Einfach, weil ich es kann. Mit 3 Würfeln und Feuer 1 schlage ich da drauf. Ich habe eine 2, 3, 8. Was hat der für einen Reflex? 4. Das heißt, nur einer geht durch. 6, 3 Schaden und Feuer 1. Letzte Runde, letzte Attacke, ich verteile noch einen Feuermarker. Der Obsidian-Pirscher ist weg und was hast du da noch liegen? Den Beschwörer. Okay, also Lars hat zwar noch 2 Aktionen, aber er kann halt nichts mehr machen. Er kann noch auf den Büffel draufhauen. Ich hätte jetzt zum Schluss noch den Aschenschreiter, der ja schon bewegt ist. Aber das wird alles nichts mehr ändern. Und dann kriege ich in der letzten Runde hierfür jeweils noch einen Punkt plus diesen Punkt plus einen Punkt, weil ich mehr habe. Und dann bin ich tatsächlich in der letzten Runde noch auf 14. Und Lars kriegt noch einen für die große Mana-Kölle dazu. Und dadurch, dass ich hier als erstes dran war, glaube ich, und den eingenommen habe, das war die wichtige Entscheidung für das Spiel. Gibt mehrere Möglichkeiten, dass du machen kannst, ne? Also ich spiele Ein Lebenspunkt auf den Beschwörer. Das stimmt, ein Lebenspunkt noch auf den Beschwörer. Also das, es war super knapp, ja. Wobei,
Ja, dann hättest du gewonnen, dann hättest du 5 Siegpunkte bekommen und dann wäre es ein 15-14 gewesen. Ja, das stimmt, knappe Sache. Ach, es war in dem Moment vorbei gewesen? Ohne Beschwörer, ohne Beschwörer. Okay, aber den hatte ich als erstes, das habe ich als allererstes gemacht. Ne? Also es wären 15-14 für dich gewesen. Ja. Es sah auch echt gut für dich aus eine ganze Zeit. Okay, gutes Spiel. Das war echt sehr spannend. Und ich hatte ja auch keinen Mana mehr, ich habe alles ausgegeben, ne?